Moin, herzlich willkommen bei Rix Modellbau. Ausgabe 13 vom Manta ist dran. Wir bekommen heute die Reserveradmulde und vier Stützen. Und es gibt einen Schrubbenträger. Jo, schauen wir mal. Das ist ja wirklich nicht viel. Wieder ein bisschen Geschichte von Das Manta. Nächste Woche kommt der Vorderrahmen und vier Bremsleitungen. Ja, da lassen wir uns mal überraschen. Da hatte ich nämlich schon mal geguckt. Ich glaube, da haben wir ein bisschen mehr zu machen nächste Woche. Und das sind die Teile von dieser Ausgabe. Gut, machen wir wieder eine kurze Befreiungsaktion. Wanderschildchen. Hier sind die Zähmschrauben. Kunststoff, die Reserveradmulde. Wir haben einen Schrubbenträger mit einer feinen Spitze. Mal gucken, ob man brauchen oder nicht. Ich packe schon mal die Schrauben aus. Stützen tue ich zur Seite, dann hole ich den Unterboden bei. So, und hier hinten mit dieser runden Dingenskirche kommt hier hin. Da ist noch nichts mehr irgendwie, dass es irgendwie eine Führung kriegt. Wenn wir schon irgendwie hinkriegen. Dann drehen wir mal hier ein Schräubchen rein. Warm anziehen. Tja, ich hoffe, das soll so sein, dass sie ein Stück zurücksteht. Muss ich mal gucken, ob in der Anleitung. Nö, da zeigt man das von der Seite nicht. Da steht nur, dass ich diese Unterstellklötzle so darunter, und das kann man dann hier vorne irgendwie so darunter, dass das alles ein bisschen in der Luft hängt. Ja, ist mal wieder zu groß, passt nicht ganz ins Bild. Aber wenn wir heute auch nur Reserveradmulde gemacht. Es reicht ja, wenn man die sieht. Ja, die nächste kurze Ausgabe. Das ist eigentlich schade. Es ärgert mich so ein bisschen, dass es sind zwar große Teile oder viele, relativ viel Teil waren es jetzt, war jetzt nicht die Welt.
Aber dann hat man halt einfach mal zack, zack, schraubt man da zwei Schrauben rein und dann ist schon wieder die Folge zu Ende. Ist ein bisschen schade, weil wenn jetzt jemand sich das Heft am Kiosk holt, da hat er nur einen sehr kurzen Bauspaß und muss dann bis zur nächsten Woche warten. Finde ich ein bisschen gemein. Aber so ist nun halt modern Politik. Kann man halt leider nicht ändern. Müssen wir mitleben. Und wenn wir das nicht wollen, dann dürfen wir halt keine Modelle bauen. Ganz einfach. Da ich aber ein Modell bauen will, nehme ich halt das eine in Kauf. Gut. Ja, tun wir nicht künstlich in die Länge ziehen. Ich danke euch wieder fürs Einschalten, für den kurzen Einblick in den Manta. Und sage vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, macht's gut. Euer Rick.